Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt rede ich. In dieser Sendung geht es um Menschen, über die viel geredet wird, die aber selbst selten zu Wort kommen. Und genau das wollen wir ändern. Sie sagen, es ist nicht leicht, ein Reptiloid zu sein, also ein Echsenmensch. Und ich würde mir etwas mehr Dankbarkeit wünschen für all das, was ich für Deutschland getan habe. Etwas mehr Dankbarkeit. Was genau meinen Sie denn eigentlich damit? Nun, wir Reptiloiden sind hier zum Wohle des Menschen. Wir regeln das Finanzsystem, wir steuern die Weltregierung, wir kontrollieren die Gedanken. Ein Danke bekommen wir dafür nicht. Okay, aber Sie sehen schon auch, dass Sie die Deutschen, also uns, wie Nutztiere halten. Die Wahrnehmung ist vollkommen verzerrt. Beispiel Chemtrails. Ich meine, da sind ja auch Vitamine drin. Sehen Sie, ich möchte nur das Beste für Deutschland. Auch in eigenem Interesse als Anteilseigner der BRD GmbH. Okay, an der Stelle würde ich gerne noch mal nachhaken. Sie geben ja selbst zu, dass Sie uns unterdrücken. Sie nehmen uns das Recht auf Selbstbestimmung. Und im Gegenzug dafür wollen Sie unser Verständnis? Ich meine, das ist doch schon ein bisschen krude. Wissen Sie, was ich für Opfer bringe? Weil ich 9/11 organisieren musste, habe ich meine eigenen Kinder nicht schlüpfen sehen. So, Sie müssen mich leider entschuldigen. Ich habe noch einen Termin in Bielefeld. Okay, dann trotzdem natürlich vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass Sie vor allen Dingen auch so ehrlich und offen mit mir gesprochen haben. Danke und alles Gute.